Nein! Bisschen zu weit gesprungen. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Let's Play Mega Man 10. Es geht wieder mal zu Dr. Wily. Ich muss jetzt aber noch mal kurz hier zu unserem Shop gehen. Ich wollte mal gucken, wie viel... 40. Naja, Für was reicht das? Ich sag mal, man kann nie genug E-Tanks haben. Mensch, Alter, wer war das? Der eine jetzt... Ach nee, ich habe ja nicht mehr genug. Und Exit. So, jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. Ich glaube, ich hatte 0 Leben. Also ich werde mich jetzt gleich einmal sterben lassen. Da ist sie wieder. Die Augenbraue of Doom. Na, komm. Ja, ja, ja. Boah. Ich möchte jedes Mal für seinen Augenbrauenzucken in die Fresse schlagen. So. Ich werde mich, wie gesagt, einmal sterben lassen. Damit ich wieder, naja, meine vollen Leben habe. Oder so. Oh, das ist aber verwinkelt, ne? Ja, wollen wir mal sehen, welchen Weg wir da nehmen. Es regnet. Ja, schönes Wetter, wa? Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier schnell durchzugehen. Vielleicht sterbe ich ja dabei, das wäre echt gut. Und hey, Moment mal. Ach, die Dinger sind es schon. Diese kleinen Dinger, die bekommen immer so die Kraft eines der älteren Robotermeister. Jetzt zum Beispiel Gemini Man. Jetzt muss ich gerade überlegen, gegen Gemini Man war, glaube ich, der Cutter ganz gut. Oder, ja. Müsste ich mal gucken. Also diese Archive, die kommen hier mehrfach. Was? Er wagt es. Oh, jetzt kommt Alec Man. Bei dem war, glaube ich, ja, ich würde mal sagen, das hat ganz gut gewirkt. Wer kommt? Da kommt er ja wieder. Er ist kaputt. Gegen Woodman hilft diese Waffe zufälligerweise auch. So, das war schon mal der erste. Und jetzt geht's auch richtig los. Da, 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 da. Oh, oh. Ich will die Aufladung. Ich find's lustig, ich habe noch gesagt, ich wollte mich sterben lassen, ne? Und jetzt? Oh, Mist. Das war doof. Jetzt muss ich also den rechten Weg nehmen. Bin ja mal gespannt, wie weit ich es jetzt schaffe mit 0 Leben. Ich wollte mich echt erst sterben lassen. So, den hätten wir beseitigt. Das Mii-Tool auch. Rakete! Ja, der hätte uns jetzt wieder einen anderen Weg gegönnt. Er wieder. Na komm, komm. Nicht so weit, Arsch. Mist! Ach, ein Leben. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, mit dem Jet müsste ich da hochkommen. E-Tanks kann man nie genug haben, nie. Er will mich doch ver... Das haben die doch mit Absicht gemacht. Dann komme ich da jetzt gar nicht mehr ran. Weil ich die anderen Dinger da niedergemacht habe. Naja. Obwohl, ich hätte vielleicht noch weiter zurückgekonnt, dann... Hätte es was gemacht. Oh, die wieder mit ihrem Glibber. Die sollen mal schön in die Stage vom Pumpman zurückgehen. So, jetzt müssen wir, wenn ich das Layout im Kopf habe, ein Weilchen nach links. Ah, schießt du nur. Ich versuche jetzt mal, mich hier vorbeizustehlen. Oh ja, schmeiß mit Footballs. Footballbällen, ach Gott, ey.
So, da kommt gleich wieder so ein Ding, glaube ich, hier. Wer kommt diesmal? Na, na, na? Napalm-Man, oh Gott, den gibt's ja auch noch. Überlegen, was war gut gegen ihn? Ich glaube... Oh, Mist. Oh, Flame-Man. Wo ist das? Das ist jetzt einfach mal meine Logik. Oh, na, das ging ja schnell. Wo haben wir es? Oh, und jetzt Ringman? So. Na? Komm, komm. So. Nummer 2. Leute, ich wollte mich ursprünglich sterben lassen, damit ich wieder die vollen Leben habe. Und jetzt ist das schon irgendwie lustig, finde ich. Jetzt, wo man sich sterben lassen will, da gelingt mal was im Spiel. Also, das geht doch nicht. Das Gesetz der schlechten Serie gebrochen. Das können die doch nicht machen. Okay, können sie schon, aber... Oh, ah, falsche Taste. Mann, was mache ich denn da? So. Ich wollte eigentlich auf irgendwas umschalten hier. Ich wollte mal gucken, wie er sich damit hätte durchballern können, aber... War wohl keine gute Idee mit dem Wasserschild. Oh Gott. Ich hasse diese Dinger. Oh oh. Nein! Bisschen zu weit gesprungen. Naja, da kann ich mir ja noch mal ein Leben holen, hä? Also diese Musik hier, die ist auch mal ganz gut. Wie gesagt, es gibt nicht viele Musikstücke, die mir hier gefallen. Das ist, glaube ich, 1 von 2 oder 3. Ach Mist. Na gut, mogeln wir uns mal wieder durch. Ach, dieses Wasserschild. Na. Ey, will der mich verklapsen? Okay, anscheinend will er das wirklich. So, mit O. Jetzt kommt das Spielchen schon wieder. Diesmal nicht. Das hast du dir nämlich gedacht. Also... Das verschwendete Leben von eben wiedergeholt. Oh, was geht denn bei euch, ey? Böse Mauszeiger. Ich dachte erst, da oben könnte was versteckt sein, aber das sieht ja eher nach dem Gegenteil. Oh, nach dem Gegenteil aus. Geht weg. Geht einfach nur weg und nervt mich nicht. Ich sagte, geh weg. Diese Musik. Oh, wieso habe ich... Das ist, weil ich so hektisch spiele und versehentlich an die LR-Tasten komme. Aber wenn ich wirklich ran will, dann betätige ich die falsche. Das ist auch nicht schlecht. Nee. Blöder Sniper Joe. Geh weg. So. Nummer 3, das müssen auch ein paar Bekannte sein. Das dritte Waffenarchiv. Ne? Tornado Man. Tornado Man war. Wo haben wir es? Die Wolle. Und schon weggerotzt. Slashman, oh Gott. Ja, Slashman, die Nervensäge des Grauens, Alter. Alle hassen ihn. Mist.
Da kommt er ja schon wieder. Alter. Und wer war da? Frostman. Frostman war aus 8. Gegen Frostman, also müsste irgendwas mit Feuer helfen. Oder? Ach, Mist. Ja, wir haben ihn getroffen. So, jetzt aber Slashman, unser Freund hier. Na, gleich haben wir ihn aber. Oh, Blödsack. Na? So. Ist ein bisschen knapp geworden. Also dafür, dass ich mich hier wirklich sterben lassen wollte, ist es mir doch ganz gut gelungen. Durchzukommen, meinte ich. Stage Nummer 2 hat ein etwas normaleres Layout, würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, ja, da müsste man ja gleich schon aufpassen. So, ich... Nee. Jetzt muss ich ja... Jetzt fehlt nur noch, dass dieser böse Sand of Doom kommt. Ich würde es dem Spiel zutrauen, das ist das Problem. Ich kann mich jetzt nämlich nicht mehr daran erinnern, ob es nochmal kommt oder nicht. Ach ja, stimmt, das war ja der. Na, so, da haben wir ihn. Ja, das wird... Riskiere ich's? Ich versuch's. Ah, und ich vergesse zu springen, ey. Ich war irgendwie... Oh, was war das denn? Naja. Ich habe das Leben geholt und es direkt wieder verloren, damit es zur allgemeinen Belustigung beiträgt. Das glaubt ihr mir jetzt zwar nicht, aber irgendwas muss ich mir doch bei dieser seltenen Dummheit einfallen lassen. Na. Na gut, wir haben ihn. So, was passiert mir jetzt nicht nochmal, weil das Leben ja auch weg ist. Fickt euch. Sorry, böses Wort, ich weiß. Aber die Sache war es wert. Ja, und jetzt sterbe ich hier im laufenden Band, ey. Na? Boah, das war knapp. Gehst du? Oh, der nervt. Dieser Schildroboter. Na, jetzt muss ich nur wieder... Oh, gut. Alter, nee, oder? Moment, kann ich das doch schaffen? Oder müsste ich da wirklich... Tatsache. Ich dachte, man käme da nur von der anderen Seite ran. Dann machen wir es eben so. Auch gut. Haha. Ja gut, Rush, du darfst nochmal. Hä, ist das jetzt schon der Boss? Da wäre es aber extrem kurz. Oder ist das ein Zwischenboss? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das Layout nicht mehr ganz so im Kopf, will ich jetzt sehen. Oh! Unsere komischen Vögel. Ich versuch's mal zu beschleunigen. Na komm. Bevor die mich noch mehr aufhalten. Da komm runter. Ich sag, da komm runter. So. Wieso zum Teufel war ich der Meinung... Oh. Wieso war ich der Meinung, das könnte jetzt... Na, ihr wisst schon. Hm? Verarschen? Ich dachte gerade, hä, wieso tut sich da nichts?
Puh. So, jetzt müsste der Boss aber kommen, oder? Oder habe ich wieder was vertan? Es kommt wieder irgendein dämlicher Zwischenboss. Ja. Einer meiner Lieblingszwischenbosse wieder. Einer der leichtesten zwar. Oh. Ja, ich vergesse wieder, dass ich die doch erst beseitigen könnte. Na. Oh, leck mich doch. Dabei. Er wagt es. So. Oh Gott, ich hab... Oh. Mehr Glück als... Oh, der Mystery Tank. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich den geholt hätte. Wow, das wird hart jetzt. Ah. Schraube bringt mir zwar nichts mehr, weil ich im normalen Modus da nicht mehr... Wow. Nicht mehr da rüberkomme. Oh Gott, das ist jetzt... Das ist ja mal... Fies hoch 10! Oh Gott! Mann! Bin schon so weit jetzt gekommen. Jetzt darf ich die ganze Stage nochmal. Na gut, Leute, ich würde sagen, das schneiden wir zusammen. So, Leute. Ich bin auf dem Weg nochmal Game Over gegangen. Hab sogar den Mystery Tank holen können. Vielleicht holen wir uns jetzt noch einen. Leben und so weiter. Alles, was ich beim ersten Mal nicht geholt habe. Ich glaube aber, man konnte nur einen Mystery Tank tragen. Also, das wird jetzt nicht viel bringen. Seht ihr? Das hat nicht mal gezählt. Na gut. Also, diese Stelle hier, die kennt mich langsam auswendig. Weil hier bin ich schon so oft verkackt jetzt. So. Dann kann ich euch doch nochmal zeigen, wie man dieses Leben hier holt, dadurch, dass ich doch bei Game Over gegangen bin. Habt ihr ja gesehen. So. Und an dieser Stelle da, da bin ich auch mehrfach wieder gestorben. Was mache ich denn da, Mensch? Bis mir aufgefallen ist, weil irgendwie, ich bin immer in den Spikes gelandet, aber so geht's natürlich auch einfacher im Pussy-Mode, ne? Ich würde lachen, jetzt schaffe ich das Ganze hier in einem Leben. Na? Alter. So. Das hätten wir. Ja, hier bin ich irgendwo beim letzten Mal gestorben. Oh! Ja, da habe ich mich ein bisschen irgendwie zu hinreißen lassen. Und hier, hier bin ich vorhin auch wieder gestorben. Oh, ich hätte mich selbst hauen können. Warum mache ich... So... Und ich glaube, hier werde ich ihn auch nochmal einsetzen gleich. Aber erstmal lassen wir ihn nochmal. Ja, Rush Jet Abusing, ich weiß. Aber hey, so habe ich es wenigstens zum Boss geschafft. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. Das war so ein komisches Vieh. Musste irgendwie Augen schießen. Ja, ich versuch's jetzt erstmal mit der Crap-Bomb. Crap-Bomb, sag ich schon. Dings da. Hier, Kommando-Bomb. Weil, die war, glaube ich, ganz gut. Oh Gott, ja, schützt deine Augen. Mist. Ich könnte aber einen Waffentank nehmen. Na, wo haben wir es? Ja, mit der Kommandobombe ging es ja dann doch ganz gut. Und von daher, ne?
Jetzt schützt er sich wieder. Alter, das... Nee, ich glaube, ich bleib beim... Kann ich auch gleich beim normalen Buster bleiben. Ach, das Teil nimmt auch Schaden. Ach was? Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Ja gut, jetzt natürlich nicht im Schildmodus. Na komm. So. Das eine Auge noch, ein Treffer und dann haben wir diese Stage überstanden. So. Na, da haben wir's. Speichert, ja. So. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also ich muss jetzt nur warten, bis er in die andere Stage geht, damit ihr das sicher halt. Ne? Also. Gut, Leute. Dann haut mal rein. Wir sehen uns.